Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Nexus 9 von HTC und Google im Kameratest. Ja, HTC verbaut hier eine ja relativ gute Kamera, wenn ich das so sagen kann, denn als ich heute mit diesem Tablet unterwegs war und Fotos gemacht habe, hat mich die Leistung der Kamera doch eigentlich überzeugt. Wir haben hier auf der Rückseite in der linken oberen Ecke einen 8-Megapixel-Sensor mit einer F2.4-Blende. Das sorgt auch eigentlich für eine gute Lowlight-Performance. Zwar nicht so gut wie zum Beispiel beim HTC One M8 Smartphone, wo wir eine 2.0-Blende bekommen. Trotzdem aber sehr gut. Und wir haben hier natürlich einen LED-Blitz, der dann in wirklich dunklen Situationen etwas mehr Licht in die Sache bringen können. Auf der Front haben wir eine 1,6-Megapixel-Kamera. Auch in dem Fall mit 2.4 Blender, demnach dürfte auch die Lowlight-Performance sehr gut sein, wenn man zum Beispiel im schummrigen Licht Skype-Videotelefonate macht oder ähnliches, was man halt mit einem Tablet machen kann. Ob man jetzt mit einem Tablet fotografieren möchte, ist natürlich jedem selbst überlassen. Man sieht immer wieder Menschen mit zum Beispiel iPads rumlaufen, die dann Fotos machen mit diesen Geräten. Und HTC hat hier, wie gesagt, eine 8-Megapixel-Kamera verbaut, die durchaus auch brauchbar ist. Nicht nur für Schnappschüsse, sondern auch für Fotos. Die Kamera-App an sich ist sehr simpel aufgebaut. Ich nehme mal hier einen Androiden, damit wir was im Bild haben. Die Kamera an sich ist relativ zügig, auch vom Fokus und von der Genauigkeit, wenn ich das so sagen kann. Wie man jetzt auch hier sieht, wird der Fokus relativ zügig erkannt. Und man hat natürlich verschiedenste Einstellungen. In dem Fall ein sehr übersichtliches Menü. Es ist hier als Betriebssystem Android 5.0 Lollipop vorinstalliert und deswegen haben wir halt auch das neueste Interface dieser Kamera. Wir können natürlich Fotos machen, beziehungsweise diese 3D-Bilder, Panoramabilder. Fokuseffekt ist ganz interessant, da kann man nämlich wie bei einer DSLR ein Objekt in die Mitte stellen und natürlich Videos einstellen. In dem Fall ist das Menü beziehungsweise die Software im Grunde nicht komplett durchdacht in meinen Augen, denn wenn man hier zum Beispiel in diese Einstellung geht, hat man Zugriff auf zusätzliche Optionen über das Zahnrad, wie zum Beispiel hier die Auflösung der Frontkamera, Rückkamera, in welchen Modus wir Videos aufnehmen können, Fotosphäre, in welcher Qualität das aufgenommen werden und so weiter. Ist man aber rein in der normalen Kamera, hat man hier nur Zugriff auf diese Sachen, wie zum Beispiel der Wechsel zur Frontkamera. Hier seht ihr dann mein Equipment oder halt der Wechsel oder halt die Aktivierung des LED-Blitz, automatischer Blitz, bei jedem Foto ein Blitz oder halt ein Raster, wo dann halt angezeigt werden kann, mit Kästchen angezeigt werden kann oder halt ein Timer, der 3 oder 10 Sekunden verzögert auslöst. Das ist nicht wirklich, ja, ich will nicht sagen optimal, denn die Einstellung musste ich zum Beispiel suchen. Da bin ich auch erst später drauf gekommen, dass sich dieser Bereich hier ändert. Das hat natürlich nichts zu sagen, wenn es um die Qualität der Bilder geht. Dann swipe ich mal hier durch. Ich war heute natürlich wieder an meinem Spot am Strand und habe da eigentlich ein paar gute Bilder ge gemacht. Erstmal so ganz normale Schnappschüsse, ohne irgendwelche Einstellungen gemacht zu haben. Das funktionierte dann auch sehr gut. Selbst beim direkten Gegenlicht hat das wirklich gut funktioniert. Man kann sogar hier unten in der linken unten, also in der linken unteren Ecke, erkennen, dass hier die Spiegelungen auf dem Gatter und so weiter waren oder der Zaun. Das ist relativ gut gelungen, auch das Wasser. Dann natürlich weiterhin auch der Steg. Wenn das Licht wirklich gut ist, dann werden die Fotos auch richtig gut mit der Kamera. Und ich sehe hier auch, wenn man etwas näher rangeht, zwar nicht die besten Details, aber man kann halt im Gesamtbild sagen, dass das Bild relativ gut geworden ist. Gleiches gilt für diesen Fokuseffekt, den man machen kann. Das ist dieser DSLR-Effekt, wo dann halt ein Objekt in der Front, ja, in den Fokus gerückt wird. Hier in dem Fall der Hund, den ich euch immer zeige, beziehungsweise das Schild, dass man da mit dem Hund nicht rein kann. Und im Hintergrund ist das halt alles verschwommen. Und das sieht dann halt schon richtig schön aus, auch mit der Sonne in der linken oberen Ecke. Man erkennt trotzdem die Details und das Foto wirkt irgendwie tiefer und sieht dadurch besser aus, als ob das Gatter halt vorstehen würde und der Hintergrund verschwimmt, wie das ja halt mit diesem Effekt erreicht werden möchte. In den Einstellungen kann man den Effekt dann natürlich noch verändern. Man kann den Fokuspunkt nach hinten setzen, zum Beispiel hinter das Schild oder halt auf das Schild oder hier auf dieses Gitter oder hier auf das Gras oder halt wieder auf das Gitter und dann zum Beispiel auch die Unschärfe regulieren, indem man vielleicht die Unschärfe extrem hoch setzt, dann wird das halt noch mehr in den Vordergrund gebracht. Aber das gefällt mir hier mit diesem circa 20% dieser Unschärfe eigentlich sehr gut, denn dann sieht man das Gesamtbild noch ein bisschen besser.
So, das wird dann gerendert jedes Mal und das Gesamtbild dann in der Vorschau angezeigt, aber man kann jederzeit wieder diesen Focus Point ändern. Das gleiche gilt natürlich auch für Panoramabilder, die man schießen kann. In dem Fall nicht komplett ganz gut gelungen, denn man zieht das nicht einmal durch mit dem Panoramabild, sondern man macht immer einzelne Fotos an bestimmten Punkten und da kann es halt hier in dem Fall zu leichten Überschneidungen kommen oder Abschnitten, wie zum Beispiel hier unten am Wasser. Also perfekt ist diese Lösung nicht. Das kenne ich vom Huawei Ascend Mate 7 dann etwas besser, dass man dann halt sozusagen ein Video dreht und dann das Ergebnis hat. Aber das Ergebnis an sich ist schon relativ gut, besonders hier der Weißabgleich dann, wenn man direkt gegen die Sonne kommt, sieht das Ergebnis hier im Endeffekt sehr gut aus. Im Endeffekt ohne HDR-Modus wohlgemerkt. Also das beherrscht dieses Tablet leider nicht. Dann habe ich hier nochmal ein normales Foto gemacht mit dem Hund. Das müssen wir uns nicht länger anschauen. Weiterhin natürlich ein Video, dazu kommen wir aber am Ende. Und hier natürlich ein Photosphere-Foto, was aus sehr vielen verschiedenen Fotos besteht und ja im Grunde ein recht schönes 3D-Bild macht, in dem man sich dann bewegen kann. Also hier zum Beispiel, es ist nicht perfekt gelungen, also hier sieht man so einige Abschnitte und so weiter, aber grundsätzlich gefällt mir das schon gut. Es wird auch natürlich wieder zusammengesetzt aus mehreren Bildern und es kommt dann ab und zu mal zu solchen Überschneidungen und besonders wenn es Sonneneinstrahlung gibt von einer Seite, dann kann der Weißabgleich nicht perfekt übereinander genommen werden und angepasst werden, aber grundsätzlich darf man sich halt auch nicht wirklich bewegen. Ich habe mich da, glaube ich, einmal bewegt, deswegen ist das Gatter hier ein bisschen abgeschnitten. Aber grundsätzlich ist dieses Bild hier und dieser Effekt von, oh, hier sieht man sogar mein Bein. Und dieser 3D-Effekt finde ich schon richtig schön gelungen. Und dafür ist das schon eine nette Funktion. Gibt es natürlich auch bei anderen Smartphones, die halt dieses Photosphere-Feature unterstützen. So, dann müssen wir mal raus. Jetzt habe ich das Ganze hier verlassen. So, und dann gehen wir zum nächsten. Dann habe ich wieder ein normales Foto gemacht, etwas im Schatten mit Gegenlicht auf die Schilder hier. Und trotzdem kann man noch die einzelnen Bereiche lesen, was ich auch ganz gut finde. Trotz Gegenlicht hat diese Kamera des Nexus 9 dagegen geregelt. Und natürlich das Schild hier dann wieder im normalen Licht. Also solange man viel Licht hat, werden die Fotos wirklich sehr gut, finde ich. Teilweise sogar besser als von einigen Smartphones, wenn man das so sagen kann. Aber das muss halt jeder selbst entscheiden. Die Fotos sehen in jedem Fall sehr gut aus und der Focus Point, die Fokussierung und so weiter funktioniert auch gut. Enttäuschend ist für mich der Blitz. Also der ist ja relativ schwach, wenn ich das so sagen kann. Gleiche Entfernung wieder mein Fahrrad mit der Neonweste. Gefällt mir nicht so gut. Beim Huawei Ascend Mate 7 war es, glaube ich, mehr fokussierter, dass der Blitz halt mehr fokussiert ist, dafür etwas heller, hier in dem Fall etwas dunkel. Und die Lowlight-Performance an sich gefällt mir gut. Auch hier wurde der Fokus relativ gut getroffen, aber hier in der oberen Ecke, wo es dann halt in den Hintergrund geht, ist schon ein sehr starkes Bildrauschen zu sehen. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man zum Beispiel beleuchtete Gebäude fotografiert, dann sind halt die dunklen Bereiche dann doch schon etwas stärker verrauscht. Das merkt man dann schon, dass die Lowlight-Performance halt nicht mit einer F2.0 Blende gemacht wurde, nicht mit so einem guten Sensor, sondern halt, dass es halt immer noch ein Tablet ist. Und dafür ist es halt in meinen Augen gut genug. Ja, dann wollte ich euch natürlich noch das Video nicht vorenthalten. Das schauen wir uns ja am Ende an. Da habe ich es. Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass der Fokus ja immer wieder neu ansetzt und dadurch eine gewisse Unschärfe reingekommen ist in das Bild, so wie bei einer DSLR, die immer ab und zu mal nachpumpt, um den Fokuspunkt zu treffen. Das passiert beim Nexus 9 öfters mal, also jetzt schon zum dritten Mal. Und besonders wenn es halt ins Gegenlicht geht und er den Fokus nicht mehr perfekt setzen kann, da versucht er natürlich nachzufokussieren. Und das merkt man dann schon im direkten Video. Dafür ist das Mikrofon nicht wirklich windanfällig. Es wären natürlich Windgeräusche zu hören. Klar, es ist am Strand und es war relativ starker Wind, aber bei weitem nicht so windempfindlich wie zum Beispiel das Sony Xperia Z3. Also das ist natürlich auch ein Vorteil.
Ja, ansonsten war es das im Grunde mit dem Nexus 9 im Kameratest. Grundsätzlich, ich bin überrascht, wie gut die Kamera ist. Also da kann man nichts sagen. Also die Kamera an sich hat mich durchaus überzeugt. Frontkamera genauso, auch in dunkleren Situationen. Durch das zusätzliche Licht des Displays wird natürlich auch die Darstellung der Frontkamera besser, wenn ich das so sagen kann. Ob ich jetzt mit dem Nexus 9 nochmal fotografieren würde, im Freien vermutlich nicht, denn man wird natürlich angeguckt, wenn man mit einem Tablet fotografiert. Aber die Qualität hat mich im Grunde für ein Tablet absolut überzeugt. Und da, das kann man nicht anders sagen. Also da hat HTC in jedem Fall einen sehr guten Job gemacht. Es geht natürlich noch besser, wenn dann wirklich die Smartphone-Sensoren kommen, die dann halt in Tablets verbaut werden, aber das würde ich mir dann eher so im 7-Zoll-Bereich wünschen, wo man dann halt nicht so ein großes Gerät hat zum Fotografieren, sondern dann halt ein etwas kleineres, kompakteres Gerät, welches man dann auch besser mitnehmen kann. Ja, das war der Kameratest des Nexus 9. Wenn es Fragen dazu gibt, ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.